Ile de la Cité. Eine Stunde später. Cachan war nicht der Typ, der nur so auf dem Fluss rumschippert. Er hatte einen Grund, hier zu sein. Etwas, das ihn schließlich umgebracht hat. Na gut, hier sind Türen. Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. Können wir einfach mal reindrücken? Vielleicht geht's hier auf. Der Zaun bewegt sich kein Stück. Na gut, dann probieren wir es beim nächsten. Irgendwas muss hier ja sein. Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. Und drücken. Auch dieser Zaun bewegt sich kein Stück. Aber das hier haben wir doch schon mal gesehen. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Cachan habe mitgehen lassen. Ich bin also auf der richtigen Spur. Gucken wir mal. Das ist immer noch versaut bis zum Umfallen. Das Tischtuch war über und über mit Farbe verschmiert. Ich hoffe, ich habe es nicht umsonst ruiniert. Na gut, dann muss es hier wohl reingehen. Machen wir einfach mal auf. Ich versuche, den Zaun wegzudrücken, aber er bewegt sich kein Stück. Ein seltsames Paar Schlösser verhindert, dass die Tore entriegelt werden. Und da kommt wieder eins meiner Lieblingsrätsel. Diesmal im, ja, leicht ironischen Sinne. Da werden wir wahrscheinlich jetzt doch schon ein paar Minuten jetzt dran verbringen, aber egal. Und zwar, du musst die rechteckigen Backen so bewegen, dass sich der Riegel auf die andere Seite bewegen kann. Und das Tor öffnet. Die Balken lassen sich entlang der ganzen Länge verschieben, manche von ihnen nur horizontal, andere nur vertikal. Okay. Dann tun wir das jetzt doch. Um einen Balken zu verschieben, klicke ihn an und schiebe ihn waagrecht oder senkrecht dorthin, wo du ihn hinhaben willst. Gut, dann dürfen wir doch jetzt hoffentlich. Ja. Ich probiere jetzt hier im Moment eigentlich mehr oder weniger sinnlos rum. Weil das hier bringt uns überhaupt nichts. Ja. Irgendwie ging das doch. Der hier hoch und dann sitze ich schon wieder fest. Ja. Also. Der muss... Nee. Ach, Moment, so. Wenn wir jetzt den noch einen höher machen, dann kriegen wir den nach unten, den hier rüber. So, dann kriegen wir den hier rüber. Und den hier runter. Und die können hier auf Seite, der kann hier weg. Moment, Moment. Passt der hier? Und die zwei hoch und der darüber und das nach unten. Dann kommen wir nach da und jetzt den hier rüber und den nach oben und dann... Ja, der erste ist soweit. Jetzt nur noch einer. Juhu. Okay, den ersten haben wir offen. Jetzt kommt der zweite dran. So, das Ganze hier kennen wir schon. Selbes Spiel wie vorhin, aber ich glaube, der war etwas schwieriger, wenn ich ihn noch richtig in Erinnerung habe. So. Wie ging das jetzt nochmal?
Ja. Wenn ich es noch wüsste, wie der hier funktioniert hat. Ha, ha, ha. Ach, ganz großes Kino. Nehmen wir es nochmal zurück. Nee, das bringt uns alles nicht so wirklich viel. Jetzt hier runter, aber das bringt uns auch nicht so wirklich was. Moment, mit den jetzt hier hoch, und dann können wir darüber. Den jetzt hier aus dem Weg. So. Ah, ich glaube, wir kommen der Sache näher. Der kann hoch. Und der kann hier hinten rüber. Dann kann der hier runter und der da rein. Und der hier runter und schon ist der Weg frei. Eine Erziehung in der Klosterschule ist immer noch die beste Voraussetzung, um Schlösser zu knacken. Na, dann ist ja gut. Und offen. Dann gehen wir doch mal hinein. Für einen Raum voller Müll war das ein sehr cleveres Schloss. Irgendwas an diesem Raum stinkt mir, und das meine ich nicht nur wörtlich. Tja. Also was mir hier drin ganz gewaltig stinkt, ist die die Texturierung von diesem Ding hier. Von diesem Bootsrumpf, der ziemlich hinüber ist. Das Boot ist seit Jahren nicht benutzt worden. Genau wie mein Hometrainer zu Hause. Oh. Mal gucken. Oha. Das war jetzt aber ein ziemlich sanftes Krach. Was liegt da? Eine alte Geschosshülse. Wahrscheinlich aus den 50ern. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin mit Kriegsfilmen aufgewachsen. Tja, die Sprüche hat sie auf jeden Fall mal drauf. Dann nehmen wir die doch mal mit. Eine alte Geschosshülse. Was die wohl hier zu suchen hat? Und dann haben wir hier nochmal das Boot. Das sollte man auch nochmal einen Blick reinwerfen. Ich habe das Boot kaputt gemacht. Wobei es schon vorher nicht sonderlich seetüchtig war. Wollte gerade eben sagen, was ist denn daran noch kaputt zu machen? Das Boot zu bewegen, würde es nur völlig Na ruinieren. und? Brennholz! Juhu! So, wir haben eine Tür. Wo diese auch immer hinführen mag. Also eine Steintüre. Es muss einen Mechanismus geben, um sie zu öffnen. Ach komm, die kriegen wir so auf. Kein Griff. Nichts Offensichtliches. Aber es muss einen Weg geben, sie aufzumachen. Und das wird dann Ein wohl das grobes hier. Loch ist in die Säule gebohrt worden. Ja, das wird wohl das hier dann sein. An den beiden Seiten sind die Wörter Sinister und Dexter eingeritzt. Nun, jede brave Klosterschülerin wie ich kennt natürlich die lateinischen Begriffe für links, rechts. Aber was haben die hier zu suchen? Die brave Klosterschülerin, die in der Klosterschule Schlösser knacken gelernt hat. Nee, 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 nee. Also das Loch hier. Das Loch ist sogar für meine zierliche Hand zu klein. Na gut, aber da wird etwas anderes reingehören, und zwar höchstwahrscheinlich genau das hier. Rätsel gelöst. Carchans Steinzylinder gleitet in das Loch und rastet mit einem wohltuenden Klick ein. Tja, jetzt müssen wir nur noch schauen, wie der Code ist. Und dazu gucken wir uns. Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze seine geheime Nachricht verraten. Da steht Unterricht. Darunter sehe ich die Buchstabenfolge SDS SDSS. Ja. Sinister Dexter. SDSSDSS. Das machen wir doch jetzt auch mal direkt. S. Ein befriedigendes Klicken verrät mir, dass ich ihn in die richtige Position gedreht habe. Fühlt sich an wie die einrastenden Riegel eines Tresorraums. D. Noch ein Klick. Wieder einen Schritt weiter. Dann wieder S.
Und nochmal S. Und nochmal D. Und nochmal S. Und nochmal S. Ich liebe das Geräusch sich öffnender Schlösser. Ja, die brave Klosterschülerin. So, wir nehmen das Ding hier mal mit. Man weiß ja nie. Und die Tür bleibt auf. Ich entferne den Steinzylinder. Jetzt mal schnell da rein. Und, ja. Wir haben, hier ist nichts, da ist, oh, eine Fußmatte. Ut lex vel, ut nex sumitor. Unterwirf dich dem Gesetz oder dem Tod. Ich schätze, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit war nicht so ihr Ding. Ja, ich geb's zu, ich war in der Schule eine Streberin. Aber ich habe auch Lippenstift getragen, ohne dass die Nonnen es gemerkt haben. Und Schlösser geknackt hat sie. Wie eine ganz große. Na gut, wir haben hier ein Kreuz. Mal gucken. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Tja, wir können es benutzen. Oh mein Gott! Die Platte kam mit Karacho runtergekracht. Ja, wir haben hier was Neues. Oh. Ohne etwas zum Abstützen fällt das Kreuz direkt wieder runter. Wenn ich mir die Tafel genauer ansehen will, muss ich einen Weg finden, das Kreuz oben abzustützen. Na gut, dann schauen wir mal, was wir dann dabei haben. Als ich das Kreuz angehoben habe, schloss ich die Eingangstüre und eine Art Steintafel öffnete sich. Genial. So, was haben wir alles dabei? Können wir den Tresorschlüssel nehmen? Damit kann ich das Kreuz nicht abstützen. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Ich brauche etwas Stabileres. Der Steinzylinder vielleicht. Das Steinkreuz ist abgestützt. Jetzt kommen wir doch langsam weiter. Und dann schauen wir doch hier mal. Eine runde Öffnung, präzise in den Stein gebohrt. Ich berühre die Öffnung. Nichts Schlimmes passiert, was ich toll finde, da ich doch sehr an meinen Fingern hänge. In diese Öffnung gehört etwas Bestimmtes rein, aber was? Ich schätze mal genau das, was wir hier gerade eben unter das Kreuz gepackt haben. Ich entferne den Steinzylinder. Mal schauen, was wir sonst noch so da haben. So, wieder zu. Und, wir haben noch... Ja, die Geschosshülse. Funktioniert. Und ich wette, dass der schöne Steinzylinder hier hereingehört. Das heißt, ich wette nicht, ich weiß es sogar. Aber machen sollen wir es ja trotzdem mal. Das Artefakt passt perfekt in das Loch. Ich höre, wie hinter den alten Mauern irgendein Mechanismus knarzend in Gang kommt. Aber irgendwas wurde dadurch ausgelöst und steckt jetzt fest. Hm. Gucken wir mal. Eine Geheimtür. Jetzt wird's doch interessant. Schade, dass der Mechanismus klemmt. Ich muss sie irgendwie aufstemmen. Na gut, Finger drunter? Die Lücke ist zu klein, da kann ich nicht reingreifen. Ich brauche etwas, das schmal genug ist, um die Tür aufzuhebeln. Was haben wir denn dabei, was schmal ist? Wir haben die Haarklammer. Um die Tür frei zu bekommen, brauche ich etwas entschieden Massiveres als ein Haarklemmerchen. Na gut, es hätte ja reichen können. Dann haben wir noch Schlüssel. Gut, Schlüssel mag sie nicht. Was haben wir noch? Wir haben den anderen Schlüssel. Und was ist, wenn wir jetzt
die Geschosshülse nehmen und die benutzen? Ich nehme die Geschosshülse weg. Das Kreuz klappt nicht mehr runter. Irgendein Mechanismus hält es oben. Aha. Komme mit der vielleicht da drunter? Die Lücke ist zu eng. Ich brauche etwas Flaches, womit ich da reinkomme. Die Messinghülse ist glatt und vollkommen rund. Was Glattes. Oder was Flaches in dem Fall. Ja, nehmen wir nochmal den Steinzylinder hier raus. Wir haben ja hier noch die Fußmatte. Ut lex vel, ut nex sumitor. Unterwirf dich dem Gesetz oder dem Tod. Ja. Also die Lösung des Rätsels ist vielleicht so halb offensichtlich. Und zwar, die Geschosshülse würde sich eigentlich wunderbar dafür anbieten, allerdings ist sie halt rund. Sie braucht was Flaches. Also, was machen wir? Wir bauen eine flache Geschosshülse. Das klang schon mal gut. Die Steinplatte hat ein Ende der Geschosshülse zusammengequetscht. Das klingt doch nach genau dem, was wir hier brauchen. So, dann nehmen wir wieder die Geschosshülse, stützen das gute Stück hier ab. Und nehmen den Steinzylinder und packen den da rein. Und da hinten ist sie wieder die Geheimtür hochgegangen. Jetzt können wir hier die Geschosshülse mitnehmen. Ich nehme die Geschosshülse weg. Und damit diesen Raum aufhebeln. Ein weiterer guter Verwendungszweck für eine Geschosshülse. Noch ein Geheimraum. Irgendwer hat etwas zu verstecken. Aber was genau suche ich? Die Frage ist gut. Schauen wir uns mal kurz an. Die Geschosshülse ist an einem Ende abgeflacht, sodass eine gezackte Kante entstanden ist. Können wir den hier jetzt einfach so mitnehmen? Oder gibt es jetzt ein Problem? Ich hab's geahnt. Okay, dann nochmal den ganzen Spaß. So, den hier abstützen. Und den hier rein. Aber diesmal funktioniert es wenigstens. Und wir nehmen die Hülse mal wieder mit. Man weiß ja nie. Ich nehme die Geschosshülse weg. Und begeben uns in den Raum.